Geht es euch? Ich möchte heute ganz schnell ein Video machen, weil ich habe schon die ganze Woche keins gemacht. Ich hatte einfach keine Zeit dazu. Einfach zu viel bei mir los. Ich mache immer noch an meinem Boden oder für meine Enkelkinder den Boden im Zimmer. Und auch noch ein anderes Projekt, ein Bodenprojekt. Und es war just unmöglich, alles zu machen. Also diese Woche werde ich nun dann auch noch einen Tag irgendwo hinfahren, über Nacht in die Berge. Und deswegen muss ich dann heute ganz, ganz schnell ein Video machen. Ich bin ja schon ganz schön unter Stress die ganze Zeit gewesen. Das könnt ihr sehen an meinem Fieberplätzchen hier. Das kam weil ich unter so großem Stress bin, Dinge einfach fertig zu machen. Aber wie gesagt, heute möchte ich jetzt schnell ein Video machen über das Fest der Trompeten, das jetzt bald passieren wird, im September, sogar das 16. September dieses Jahr. Ja, September 16. Und das ist ja sehr, sehr bald, ja, noch 1,5 Monate. Und dann kann ja Jesus kommen. Unsere Zeichen sind ja schon da. Ich habe ja das schon letztes Jahr gesagt. Ich habe ja schon gehofft, dass es letztes Jahr vielleicht passiert. Aber es ist halt nicht letztes Jahr passiert. Aber jedes Jahr kann es passieren. Und wir haben ja mehr und mehr und mehr und mehr Zeichen, die darauf hindeuten, dass er jetzt dieses Jahr kommt. Also ihr müsst also wissen, dass ja niemand die Stunde weiß und den Tag. Also zumindest damals hat man das nicht gewusst, weil das Trompetenfest fängt an einem Neumond an und dieser Neumond kann sich aber verschieben. Und deswegen haben die 2 Tage angesetzt für diesen Tag. Das ist also nicht zu sagen, man kann nicht sagen, dass es jetzt am ersten oder am zweiten Tag kommt. Das ist halt einfach so mit dem Mond. Ja? Und da muss einer Ausschau halten und warten, bis der neue Mond sich zeigt. Und dann kann er eben dieses Fest ausrufen. Und deswegen heißt dieses Fest, niemand kennt die Stunde oder die Zeit. So heißt das Fest. Und das ist ein Zeichen, dass es an dem Fest eben passiert. Also der Heilige Geist hat uns sehr viele Zeichen gegeben, wie zum Beispiel wie ein Dieb in der Nacht. Das ist auch nochmal so eine Symbolik für dieses Fest der Trompeten oder Posaunen. Manche sagen Rosh Hashanah. Ich nehme das Wort nicht sehr gerne, weil es einfach nicht also in der Bibel ist, sondern in der Bibel steht halt das Posaunenfest. Und ich sage dann auch oft das Trompetenfest, weil es ist auch eine Trompete, Posaune. Ja? Aber ich hoffe halt, dass ihr alle bereit seid für dieses Fest. Warum? Wie gesagt, kann ja jedes Jahr Jesus Christus wiederkommen, weil wir so nahe an der Zeit sind. Was alles passiert zur Zeit, es ist wirklich schon wirklich wahnsinnig. Und ich glaube, mit der Zeit werden auch eben, ich glaube schon die Christen, aber nicht nur die Christen, sondern alle, die sich gegen den stellen, ja, verfolgt oder auch vielleicht sogar gezwungen, ja, sie können nicht mehr kaufen oder verkaufen. Das habe ich ja in meinem letzten Video darüber gesprochen. Aber es sind halt noch viel mehr Dinge, wie zum Beispiel, dass wir sehen, dass sie halt einen Neuanfang wollen. Also Neuanfang in der Wirtschaft, Neuanfang in allem, Neuanfang, ja. Und ich höre halt dann auch schon, ja, diese Leute, die nicht, also von dem hier in Amerika gesprochen, dass diese Leute, die sind ja noch schlimmer wie Kriminelle. Ja? Ich höre solche Sachen, die die Leute erzählen. Und diese Leute sind schuld, ja, dass wir nicht ja, zur Normalität zurückgehen können. Obwohl ja diese Normalität nie wiederkommt. Ja? Normalerweise müsste man das wissen, dass diese Normalität nie wiederkommt. Das heißt, wir haben jetzt ein eine neue Normalität. Ja, auch eben habe ich ja schon erzählt, wegen diesem
Da haben sie ja jetzt in der letzten Zeit so ein Theater gemacht oder mehr, man hat mehr gehört von diesen Außerirdischen. Ja, dass die amerikanische Regierung sollte oder das Militär sollte sagen, was sie über die Außerirdischen wissen. Nicht Außerirdische, aber diese unbekannten Flugobjekte. Ja, sie haben es nicht Außerirdischen genannt, sie haben es unbekannte Flugobjekte. Sie sollten die Information weitergeben, was sie wissen über diese unbekannte Flugobjekte. Und was hat natürlich das Militär gemacht? Sie haben fast keine Information weitergegeben. Und sie haben das wieder irgendwo so in der Luft gelassen, ja, so hängen lassen, ja. Aber ich bin ganz sicher, dass eben das in Verbindung kommt mit eben diesen Außerirdischen. Sie werden das vielleicht jetzt noch nicht sagen, aber wenn es dann passiert, ja, dass so und so viele Leute nicht mehr da sind, dann werden sie diese Karte herausziehen und sagen, ja, die waren im Weg, ja, im Weg, ja. Früher, ich habe ja da schon mal gesagt, die Alice Bailey hat gesagt, dass sie im Weg sind, dass halt die Gesellschaft weiter sich entwickelt. Aber heute wissen wir ganz genau, was das ist, ja. Und zwar ist es eindeutig, dass diese Leute ja so stur waren und sich nicht impfen ließen, ja. Ja, das ist nämlich genau das. Ja, also, ich sehe das ganz eindeutig, dass da eine Verbindung ist, dass sie das benutzen. Ja, hat die Leute, die haben nicht den bekommen oder wollten nicht den, sie wollten nicht da mitmachen mit diesem neuen System, diesem ganz tollen neuen System, ja, wo die Leute dann länger leben können und was weiß ich, dass es den Leuten dann besser geht und was weiß ich, was sie alles sagen, ja? Weil sie fangen ja heute schon an, dass sie gegen diese Leute gehen, ja? Und die nennt man die Impfgegner, ja? Impfgegner. Aber ja, so ist es halt. Aber wir Christen, wir haben ja einen Grund, da nicht mitzumachen, ja, einen religiösen Grund. Wir sind ja der Tempel Gottes und da deswegen können wir da nicht mitmachen, weil wir nicht unseren Tempel zerstören können oder ja Dinge in unseren Körper tun können, die schädlich sind. Und es ist ja eindeutig noch nicht bewiesen, dass diese Dinge nicht schädlich sind. Und ich habe ja darüber schon geredet, was passieren kann. Das ist eigentlich kein, ja. Impfstoff ist, sondern mehr eine Technologie. Das ist ganz wichtig, dass man das eben auch sagt. Aber diese Dinge kommen alle zusammen. Ja, die kommen jetzt alle zusammen, dass sie jetzt einen Grund haben zu sagen, diese Leute waren im Weg. Und die meisten Leute werden da einfach mitmachen. Ja, 80%, 75% der Leute werden da mitmachen und sagen, ja, diese Leute sind im Weg. Natürlich gibt es auch Leute, die eben keine wiedergeborenen Christen sind und da nicht mitmachen. Was passiert mit denen? Ich glaube schon, dass die dann abgeholt werden und vielleicht in was weiß ich, wo irgendwie gebracht werden. Ja, das glaube ich sehr stark. Dann fängt halt eben diese Verfolgung an. Nicht nur von den Christen, sondern für alle, die gegen das System gehen. Ja? Und ich denke halt nicht, dass es noch sehr lange dauert, bis das der Fall ist. Und ich glaube halt schon, weil ich eben die Bibel schon genügend gelesen habe, ja, dass wenn dieses Mahlzeichen kommt, dass die Christen also zumindest entweder gleich am Anfang entrückt werden, oder also nicht sehr weit drin. Weil ich glaube nicht, dass wir halt durch diesen Zorn Gottes gehen müssen. Weil das ist ein Zeichen, also ein Teil vom Zorn Gottes. Und da müssen wir nicht durchgehen. Und deswegen glaube ich das sehr stark. Dann fängt halt eben der Zorn Gottes an. Und wir sehen das halt auch schon heute. Diese katastrophischen Ereignisse, die wir haben. Das Wetter ist total durcheinander. Ja, wir haben Überschwemmungen. Wie doll?
überall auf der ganzen Welt. Wir haben Feuer auf der ganzen Welt. Ich wohne hier in Colorado und wir bekommen den ganzen Rauch von Oregon, ja, weil Oregon brennt. Vielleicht auch Utah, ich weiß es nicht, aber Oregon auf jeden Fall. Wir haben jeden Tag dicken Rauch. Sieht aus, wie wenn es neblig ist, aber man merkt, dass es nicht neblig ist. Ja? Es ist unwahrscheinlich, Leute. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Also haben wir Überschwemmungen. Wir haben Brände wie blöd. Wir haben Winde. Wir haben alles Mögliche. Ja, alles Mögliche. Trockenheit. Und das ist alles ein Zeichen, dass der Zorn Gottes kommt. Alles ein Zeichen. Es wird schlimmer und schlimmer. Es wird nicht besser. Ja, unsere Regierung weiß ganz genau, dass es schlimmer wird. Und deswegen sprehen sie mit die Wolken. Ja, das heißt, sie sprehen im Himmel, damit sich Wolken bilden. Weil wenn wir keine Wolken hätten, würden wir sogar verbrennen. Ja, weil nämlich alles so heiß ist. Wenn wir nicht die Wolken hätten, wir können froh sein, wenn es Wolken gibt. Sonst wäre hier alles schon in Colorado verkohlt. Und wir hätten genauso so Brände. Wir haben ja auch Brände gehabt vor Jahren. Jedes Jahr haben wir Brände gehabt. Und dieses Jahr zum Glück haben wir nur Regen. Aber auch der Regen, der ist so stark, dass es alles ab auswischt. Ja, ich wohne hier auf einer, wie nennt man das, in einer ganz normalen Straße ohne asphaltiert, also Dreckstraße, Schmutzstraße, und es wird ständig ausgewaschen. Ja, also es sind sehr viele Dinge da, und ganz besonders, was ich im letzten Video angesprochen habe, dieser Passport, ja, alle diese Dinge. Sind einfach ein Zeichen, dass wir dem Ende entgegengehen und dass dieses Jahr wirklich, Leute, dieses Jahr wirklich der Tag sein kann, wenn der Herr wiederkommt. Aber wie gesagt, wir haben ja 2 Tage, wir wissen nicht genau, an welchem Tag er kommt, ja, und deswegen müssen wir dann schon etwas, ja, halt, warten können, Ausdauer haben. Und wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, lasst uns jeden Tag beten, dass er dieses Jahr kommt, damit wir nicht noch mal länger, noch mal ein Jahr durchmachen müssen. Ja? Dass dieses Jahr alle Leute, ja, gerettet werden oder zumindest, dass die mitgenommen werden, die gerettet sind. Und alle werden mitgenommen, die gerettet sind. Ganz egal. Ja, wenn sie auch vielleicht Jesus noch nicht angenommen haben, aber trotzdem irgendwann Jesus annehmen würden, werden sie trotzdem mitgenommen. Aber wir brauchen uns da keine Gedanken machen, dass wir denken, ah, wir müssen noch jetzt noch mehr Leute erreichen. Das ist gut, okay, wenn wir Leute erreichen, das ist gut, ja. Aber irgendwo weiß Gott ganz genau, wann die Zeit ist. Wo halt man niemand mehr erreichen kann. Und diese Zeit haben wir heute. Ja, die Leute sind verbohrt. Wir sehen eindeutig, ja, Leute, wir sehen eindeutig, wer geht und wer nicht geht. Ja, also zumindest bei 80% von den Leuten sehen wir, wer geht und wer nicht geht. Und dann haben wir vielleicht noch 20%. Ich weiß, dass in vielen Gemeinden die Leute, dass man denkt, ah ja, die Leute, die sind gerettet und man hat die jahrelang gesehen, dass sie ja Jesus nachfolgen und ja christlich so sind, wie sich Christen benehmen. Und aber wie gesagt, ich glaube, es wird heute mehr und mehr, kann man mehr und mehr sehen, wer wirklich Jesus Christus nachfolgt und wer nicht. Und ich sage jetzt wirklich, wer Jesus Christus nachfolgt. Weil das ist das Hauptding, Leute. Ja, nicht, ah, ich bin gerettet. Ja, ah, ich habe Jesus als meinen Retter angenommen. Das habe ich jedes Mal schon in meinen Videos, sage ich das. Nein, was das Hauptding ist, Leute,
Ist folge ich Jesus nach? Ist er mein Führer oder ist die Regierung mein Führer? Ja, laufe ich der Regierung nach, erwarte ich von der Regierung, dass sie mich rettet. Und ja, wirklich rettet, ja. Dass wir wieder zur Normalität zurückkehren. Genau diese Normalität, die wir vorhatten. Was für eine Normalität ist, ist eine weltliche Normalität. Die Welt. Und die Bibel sagt eindeutig, dass wir nicht dieser Welt nachfolgen sollen. Ja? Sondern wir sollen uns umwandeln und nicht der Welt nachfolgen. Also ich habe es hier gefunden, wo das steht in Römer 12. Ich habe das schon mal angesprochen. Und ihr findet sicher mehr, wenn ihr da ein bisschen nachforscht, findet ihr sicher mehr Verse, die ganz eindeutig sagen, dass wir nicht dieser Welt nachfolgen sollen. Aber ich habe jetzt Römer 12 benutzt, weil ich das öfter benutze. Und hier schreibt Paulus, und wir können gleich mit dem ersten Vers anfangen. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ja? Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eurer Sinne, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ja? Das heißt, wir laufen nicht der Welt nach, was die Welt jetzt möchte und was interessant ist für die Welt. Ja? Ob wir jetzt in den Biergarten gehen oder ob ins Restaurant oder ob wir jetzt genauso viel wie die anderen in Urlaub gehen oder was auch immer. Ja? Was auch immer. Das ist alles von der Welt. Ich sage nicht, dass man das nicht machen darf, aber das ist nicht das Hauptding. Ja, das ist nicht das Hauptding. Da sollen wir nicht mitmachen. Ja, wenn es halt mal dazu kommt, dass wir das nicht mehr machen können, dann müssen wir das aufgeben, weil das halt von der Welt ist. Passt euch nicht diesem Weltlauf an. Weltlauf ist alles, was von der Welt was die Welt will von euch, ja? Sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Das heißt, ihr denkt, was will Jesus? Nicht, ha, wir wollen wieder zurück zur Normalität. Ja, wir wollen wieder zurück zum normalen Leben. Nein, nein, das ist nicht, das sagt ihr das nicht. Ja, es soll euch wandeln durch die Erneuerung eurer Sinne, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wie kann man das tun, was der Wille Gottes ist? Nur dadurch, dass ich mich umwandeln lasse und dass ich nicht der Welt nachfolge. Wenn ich der Welt nachfolge, dann kann ich nicht herausfinden, was wohlgefällig ist und was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ja? Also ihr könnt da weiterleben, ich lese jetzt gerade ein Stück weiter. Aber dieser erste Teil ist sehr wichtig, besonders eben Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Ja, diesem Weltlauf. Was sagt der, mal gucken, was der Luther dazu sagt. Oder Hoffnung für alle. Guck mal nach Hoffnung für alle, was die sagen. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Ja? Maßstäbe, das heißt, wie andere diese Welt messen. Und was ist das? Das ist, was ziehe ich an? Ja? Was ist heute in? Ja? Was muss man heute mitmachen? Was in ist? Und wenn man es nicht macht, mitmacht, dann ist man halt nicht in. Solche Dinge. Ja? Was für ein Auto man fährt oder sonstige Dinge, wo man wohnt. Das sind alles Anpassungen. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Ja, was die Leute glauben zum Beispiel. Zum Beispiel über Sexualität, über Geschlecht, über solche Dinge. Kindererziehung, solche Dinge. Gesundheit. Gesundheit ist ein ganz wichtiger.
Was denkt diese Welt heute über Gesundheit? Ja? Mit was misst die Weltgesundheit heute? Mit was? Mit dem Ärzten, mit der Pharma. Ja? So messen sie die Gesundheit. Aber nicht mit gut leben. Gott hat uns alles Essen gegeben als Medizin. Ja, als Medizin. Und wenn wir kundig sind, dann kann auch diese Dinge uns heilen, wenn wir richtig leben und gesund leben. Ja? Und das ist alles ganz wichtig. Wir müssen gucken, was macht die Welt, was sagt die Welt und was sagt die Bibel. Nee, ich mache nicht diesen, damit ich wieder zur Normalität zurückgehöre. Na, das soll eigentlich etwas sein, was uns aufweckt und sagt, halt mal, vielleicht haben wir uns noch nicht genügend gewandelt. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Das ist nämlich genau das, Leute, was uns dann mit Gott verbindet. Wenn wir das nicht tun, dann sind wir nicht mit Gott verbunden und wir können nicht den Willen Gottes sehen und wir können auch nicht, was ihm gefällt, tun. Ja? Und was passiert dann? Dann sind wir halt nicht ein Teil von diesen fünf guten Jungfrauen, gescheiten Jungfrauen. Dann sind wir halt von den fünf törichten Jungfrauen. Warum? Weil die törichten Jungfrauen eben da mitgemacht haben. Sie haben sich nicht wandeln lassen. Sie haben vielleicht eben da mitgemacht, mit dem, was die Welt macht. Ihr müsst da wirklich aufwachen. Und lest nochmal Matthäus 26, die 10 Jungfrauen, das Gleichnis der 10 Jungfrauen. Halt es vor Augen. Ja? Die 5 Jungfrauen hatten den Heiligen Geist. Warum? Weil sie sich nicht an der Welt gerichtet haben, sondern weil sie sich umwandeln ließen durch den Heiligen Geist. Weil sie nur Jesus Christus nachgefolgt sind und nicht, was die Welt denkt. Ja? Das ist so wichtig. So wichtig, Leute. Aber ich komme heute zum Ende und ich mache heute ein kürzeres Video. Ich hoffe, dass es euch allen das gut geht und ich weiß, dass es halt schlimmer und schlimmer wird. Ich weiß es auch, dass es hier in Amerika, wir haben alle aufgemacht und auf einmal sagt unser Präsident wieder, wir müssen Mundschutz tragen. Ja? Aber natürlich sträuben sich sehr viele dagegen jetzt, besonders auch bei uns sehr viele Politiker, ja, Senatoren, die jetzt sagen, aufstehen und sagen, nee, so geht es ja nicht, so geht es ja nicht. Und das ist eigentlich auch gut, ja, weil keine Beweise da sind, dass es wirklich nötig ist. Aber ich denke halt, in Deutschland ist es und in Europa ist es halt noch schlimmer, wie in Amerika. Sie wollen halt jetzt auch wieder anfangen mit den Kindern und natürlich wollen sie mehr, da wollen sie auch, dass die Kinder sich das bekommen. Aber Leute, ich brauche darüber eigentlich nichts mehr reden, weil wir wissen jetzt, was das Endziel ist von dem Ganzen. Ja, wenn ihr das noch nicht wisst, was das Endziel ist, dann schaut einige meiner Videos an. Wenn ihr es nicht glaubt und einfach mitschwimmen wollt mit der Welt, dann müsst ihr halt mitschwimmen, das ist okay. Ja, das ist eure Entscheidung. Aber ich kann nicht mit der Welt schwimmen und erwarten, dass der Herr mich dann abholt. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Ja, nein. Sogar die törichten Jungfrauen, ja, die ausgesehen haben wie Jungfrauen und auf den Herrn gewartet haben, sind nicht mitgenommen worden. Sie hatten sogar eine Lampe. Ja, das heißt, sie hatten die Werke. Lampe ist die Werke, sind Werke. Ja, das ist das Symbol für Werke. Sie hatten die Werke, aber sie hatten nicht den Heiligen Geist. Also, Leute, wacht auf und betet jeden Tag, dass dieses Jahr, wir haben noch 1,5 Monate, dass Jesus Christus wiederkommt. Betet, weil die Zeit wird schlimmer und schlimmer. Ja, schlimmer und schlimmer. Und seid vorbereitet, bis Jesus Christus wiederkommt.
Werdet nicht schwach, Leute, werdet nicht schwach. Und betet und betet und betet, dass er dieses Jahr kommt. Also, Leute, lasst den Heiligen Geist euch leiten immer.